Die 1950er Jahre waren ein Jahrzehnt des Übergangs. Zwischen Trümmerjahren und Wirtschaftswunder befand sich die deutsche Gesellschaft im Umbruch. Das zeigt auch der Film Das Fest Recklinghausen von 1952. Das historische Fest Recklinghausen entspricht in etwa dem Gebiet des heutigen Kreises Recklinghausen. Der Film zeigt neben der idyllischen Landschaft die Städte Datteln, Dorsten, Mahl und Haltern zur Zeit des beginnenden Wirtschaftswunders. Besonders im Fokus stehen regionale Feste und Traditionen. Zielgruppe waren die Bewohner des Festes selbst, alte und neue. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg waren zahlreiche Vertriebene und Flüchtlinge aus den früheren deutschen Ostgebieten als Neubürger in die Region gekommen. Hier waren sie gewissermaßen Fremde im eigenen Land. Der Film sollte auch und gerade ihnen die neue Heimat näher bringen und wurde insbesondere in Schulen vorgeführt. Es handelt sich übrigens um den ersten Film von Karl-Heinz Kramer. Der gebürtige Schlesier kam 1949 in das westfälische Haltern und fand dort eine neue Heimat. Als Filmemacher erreichte Kramer vor allem mit Kulturfilmen regionale Bekanntheit und feierte in den 1970er Jahren mit Tierfilmdokumentationen fürs Fernsehen große Erfolge. Der Kulturfilm Das Fest Recklinghausen ist in seiner ursprünglichen Vorführfassung verschollen. Was ihr nun seht, ist eine Rekonstruktion des Filmmaterials aus dem Jahr 2009. Entstanden aus den überlieferten Resten und unterlegt mit einem neuen Kommentar. Kennen Sie das Fest Recklinghausen? Den Raum, in dem sich das Münsterland und das Ruhrgebiet berühren? Die schwarz-weißen Bilder dieses Filmes entstanden 1952, 7 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Eine Welt voller spannender Gegensätze. Da gibt es eindrucksvolle Industriekulissen und Bergwerke, aber auch romantische Dörfer, in denen die Zeit stillzustehen scheint. Da gibt es die Großstadt Recklinghausen, aber auch kleinere Städte wie Haltern und Datteln oder Dorsten und Mahl. Da gibt es feudale Schlösser und Herrensitze, aber auch Siedlungsneubauten für die vielen, die als Flüchtlinge hierher gekommen sind auf der Suche nach Arbeit und Auskommen. Da gibt es ehrwürdige Traditionen und Brauchtum, aber auch ein neues Aufblühen von Freizeit, Sport und Unterhaltung. Das Fest ist Heimat für Jung und Alt. Kurzum, ein schönes Stück Westfalen. Der Mann, der diese Bilder geschaffen hat, heißt Karl-Heinz Kramer. Er stammt aus Forst in der Lausitz. Aber die verworrenen Ereignisse am Ende des Zweiten Weltkriegs verschlugen ihn nach Hamburg, von wo er 1949 nach Haltern kam. Die folgenden Aufnahmen stellen eine aus Originalmaterial neu zusammengestellte Fassung eines verschollenen Kulturfilms aus dem Jahre 1952 dar. Hier in Haltern beginnt er seine Reise durch das Fest, in der sich immer wieder Altes und Neues, Traditionelles und Modernes begegnen. Das für das Fest so typische Nebeneinander scheinbarer Gegensätze bildet das Leitmotiv dieses Filmes. Kornfelder und rauchende Schlote. Naturidyllen und Bilder der Arbeit. In immer neuen Variationen findet dieses Thema seinen bildlichen Ausdruck. Dieser kleine Heimatfilm steht am Anfang eines großen cineastischen Lebenswerkes. Karl-Heinz Kramer ist zum Zeitpunkt der Aufnahmen gerade 28 Jahre alt. Als ausgebildeter Fotograf versteht er es, auch mit der Filmkamera
einfühlsame Tierporträts zu zeichnen. Die Landwirtschaft spielt neben der Industrie immer noch eine zentrale Rolle im Fest. Es gibt hier ausgedehnte Waldgebiete und einsame Heiden, durch die Schafherden ziehen. Im Mittelalter war das Fest Recklinghausen kurkölnischer Verwaltungs- und Gerichtsbezirk. Erst 1815 wurde es als eigenständiger Kreis in die preußische Provinz Westfalen eingegliedert. Im Raum Recklinghausen hat sich das Fest als geografischer Traditionsbegriff bis heute erhalten. In dieser flachen und wasserreichen Landschaft sind fast alle Burgen, Schlösser und Herrensitze von einer Gräfte umgeben. Schloss Lembeck bei Dorsten. Mit seinen ältesten Teilen reicht es zurück ins 15. Jahrhundert. Seine heutige Gestalt erhielt es im 17. und 18. Jahrhundert. Die barocken Portale tragen die unverkennbare Handschrift des Architekten Johann Conrad Schlaun. Seit 1708 befindet sich das Schloss im Besitz der Grafen von Meerfeld. Kramers großartige Bilder lassen nicht erahnen, dass noch immer Kriegsschäden zu beseitigen sind. Schloss Herten. Eine mittelalterliche Anlage mit schönen barocken Details. Seit der Mitte der 1920er Jahre ist das Haus verwaist. Noch hat sich niemand gefunden, dem fortschreitenden Verfall Einhalt zu gebieten. Haus Malenburg bei Datteln diente jahrhundertelang als Niederlassung des Deutschen Ordens. Die Zahl an Burgen, Schlössern und Herrensitzen ist in diesem kleinen Landstrich auffallend groß. Manche davon werden heute noch genutzt, andere sind zu Ruinen verfallen. Haltern am See. Das historische Rathaus erstrahlt bald wieder in neuem Glanz. Auf dem Platz zwischen dem Rathaus und der St. Sixtus-Kirche der Wochenmarkt. Auch der Krammarkt lockt viele Besucher an. Er findet jedoch nur viermal im Jahr statt. Hier werden vor allem Haushaltswaren gehandelt. Reges Treiben herrscht am Fuß des Siebenteufelsturms. Die Glashütte ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Stadt am See. Hier werden Glaswaren verschiedener Art hergestellt. Bevor sie in den Verkauf gehen, werden sie sorgfältig kontrolliert. Die Aufnahmen in den dunklen Fabrikhallen stellen hohe Anforderungen an den Kameramann. Recklinghausen zählt 1952 bereits mehr als 100.000 Einwohner. Noch gehört der Erntewagen zum vertrauten Stadtbild. Bald nach 1952 erreicht das Streckennetz der Vestischen Straßenbahn mit rund 200 Kilometern seine größte Ausdehnung. Parallel dazu entwickelt sich ein reger Individualverkehr. Die Kreisstadt hat den Krieg vergleichsweise unbeschadet überstanden. Das Rathaus am Kaiserwall steht noch so wie bei seiner Einweihung 1908. Die Palmkirmes vor Ostern erfreut die Bürger der Stadt und des Festes seit über 600 Jahren. Karl-Heinz Kramer setzt die Fahrten der Karussells und der Achterbahn mit seiner dynamischen Kameraführung gekonnt in Szene.
Das beliebte Volksfest am Wallring eröffnet die Kirmessaison im Ruhrgebiet. Wie überall im katholischen Westfalen spielt der Karneval auch hier eine wichtige Rolle. Die ganze Stadt ist auf den Beinen. 7 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sehnen sich die Menschen nach Spaß und Ausgelassenheit. Auch mit einfachsten Mitteln bricht sich die Lebensfreude Bahn. Und auch die aktuellen politischen Geschehnisse sind Zielscheibe des närrischen Spotts. Die Ruhrfestspiele, die seit 1947 in Recklinghausen stattfinden, locken zahlreiche Besucher in den städtischen Saalbau. Ein Jahr zuvor hatte die Zeche König Ludwig das Hamburger Thalia-Theater mit Kohle versorgt. Unter dem Motto »Kunst für Kohle« bedankten sich die Theaterleute aus der Hansestadt mit Aufführungen. Daraus entwickelten sich die Ruhrfestspiele als international beachtetes Kulturereignis. Hat der junge Mann keine Dreherlaubnis im Saalbau bekommen? Jedenfalls begnügt Kramer sich hier mit Standfotos der Aufführungen, beispielsweise von Shakespeares Maß für Maß, Gerhard Hauptmanns Die Weber oder, musikalisch, Beethovens Fidelio. In der Kunsthalle Recklinghausen zeigt die Ausstellung »Mensch und Form in unserer Zeit« gleichzeitig Werke der klassischen Moderne wie etwa von Oskar Schlemmer oder Ernst Barlach, Künstlern, die während der nationalsozialistischen Zeit als entartet galten. Kontrastierend zur Kunst wird beispielhaftes modernes Design präsentiert. Der Ausstellungsleiter brachte es später auf den Punkt, die ganze Kunsthalle war eine Konfrontation. Im südlichen Teil des Festes wird Steinkohle abgebaut. Sie bildet das Rückgrat des Wirtschaftswunders. Immer wieder gelingt es Kramer, die Dynamik großindustrieller Arbeitsprozesse mit seiner Kamera in adäquate Bilder umzusetzen. Hier zeigt sich schon früh der Meister. Die Arbeit unter Tage ist hart und gefährlich. Aber die Kumpel wissen, dass ihr Werk eine tragende Säule des Wohlstands ist. Und die Solidarität unter den Bergleuten, die Leistungen der Knappschaften und die guten Verdienstmöglichkeiten ziehen viele Menschen ins Ruhrgebiet. Beim Schichtwechsel in den frühen Morgenstunden begleitet den Bergmann sein Geleucht, seine Grubenlampe. Die einen kommen und fahren in den Berg ein, die anderen kehren müde und erschöpft nach Hause zurück. Mit atemberaubenden Bildern aus einer Kokerei öffnet Kramer den Blick auf die industriellen Produktionsprozesse. Gerade die Wirkungsmacht der schwarz-weißen Bilder vermittelt eindrucksvoll die Monumentalität derartiger Anlagen der Schwerindustrie. Es fällt schwer, sich der visuellen Suggestion dieser Aufnahmen zu entziehen.
Über das westdeutsche Kanalsystem tritt ein Teil der Steinkohle die lange Reise zu den Nordseehäfen an, um von hier aus exportiert zu werden. Die Binnenschifffahrt ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Der Wesel-Datteln-Kanal im Norden und der Rhein-Herne-Kanal im Süden vernetzen das Vest mit dem Rhein und dem Dortmund-Ems-Kanal. Zu den vordringlichen Aufgaben der Zeit gehört es, die Infrastruktur wiederherzustellen. Noch immer sind viele Kriegsschäden zu beheben, aber auch veraltete Anlagen müssen modernisiert werden. Schließlich erfordert das rasch steigende Verkehrsaufkommen entsprechende Neubauten. Das Schiffshebewerk in Henrichenburg liegt an einem Knotenpunkt für den Verkehr zwischen dem Ruhrgebiet und den Seehäfen an der Nordseeküste. Die chemischen Werke Marlhüls gehören zu den größten industriellen Arbeitgebern der Region. Hier entwickelte sich um die Verarbeitung von Nebenprodukten der Kohleveredelung die Herstellung einer vielfältigen Palette chemischer Erzeugnisse. Schwerpunkte bilden synthetischer Kautschuk und Vorprodukte für Waschmittel. In der chemischen Industrie sieht man das Zukunftspotenzial der Wirtschaft im Ruhrgebiet. Aus ganz Deutschland kommen Menschen auf der Suche nach Arbeit ins Vest. Preiswerter, bezahlbarer Wohnraum ist von großer sozialpolitischer Bedeutung. Mit amerikanischer Unterstützung werden deshalb auch in Marl und Recklinghausen sogenannte ECA-Siedlungen gebaut. Die US-amerikanische Economic Cooperation Authority trägt im Rahmen des Marshallplanes dazu bei, die durch Kriegszerstörung und Flüchtlingszustrom drängende Wohnungsnot zu beheben. Den Neubürgern soll Marl auch eine ideelle Heimat werden. Das Volkshaus wird als Zentrum der Erziehung, Unterhaltung und Organisation der Bevölkerung errichtet. Es folgt einer Tradition der sozialen Fürsorge, die bis in das späte 19. Jahrhundert zurückreicht. Mit dem Neubau der St. Josefskirche schafft sich die katholische Arbeiterschaft selbst ihren religiösen Mittelpunkt. Ohne die Eigenleistungen der Gemeindemitglieder wäre der Neubau nicht denkbar, der im Juli 1952 nach nur einjähriger Bauzeit feierlich geweiht wird. Dem münsterschen Weihbischof Rolleff sind die Seelsorge und das soziale Engagement für die Arbeiter ein besonderes Anliegen. So nimmt er die Weihe vieler neuer und wiederhergestellter Kirchen im Vest und im Münsterland vor. Noch sind die religiösen Milieus intakt. Das Vest ist, historisch gesehen, katholisches Land und die Kreuzerhöhungsprozession in Haltern etwa zeigt eindrucksvoll die ungebrochene Frömmigkeit der Bevölkerung. Das wundertätige Halterner Kreuz wird Mitte September geschmückt durch die Straßen der Stadt und über die Feldwege des weiteren Umlandes getragen. Der Legende nach schwamm das Kreuz auf der Lippe gegen die Strömung, flussaufwärts. Von Halterner Bürgern wurde es geborgen und wird seitdem in der St. Sixtuskirche verehrt.
Der Annaberg bei Haltern ist ein alter Wallfahrtsort. Die der heiligen Anna geweihte Kapelle stammt aus dem 17. Jahrhundert. Ein Kreuzweg führt vom Kapellenplatz durch den Annaberger Wald zur Lourdesgrotte. Nach dem Krieg haben Flüchtlinge aus Schlesien hier Ersatz für die namensgleiche Wallfahrtsstätte in ihrer verlorenen Heimat gefunden. So findet die Annaberg-Wallfahrt verstärkten Zulauf. Aus allen Himmelsrichtungen strömen die Gläubigen herbei, um unter freiem Himmel die Messe zu feiern. Schloss Sieten dient als Kindergenesungsheim, seit der Caritasverband das Anwesen 1946 von den Grafen von Westerholt gepachtet hat. Eine wohl niederländisch inspirierte Tradition im Westmünsterland ist die sogenannte Pinkstbrut. Mädchen ziehen am Pfingstmontag von Haus zu Haus, sagen einen Spruch auf oder singen ein Lied und bitten um Gaben. Das älteste Mädchen, das noch nicht zur Schule geht, wird als Pinkstebrut mit einem Blumenkranz geschmückt. Zwei ältere Mädchen halten über sie einen mit Blumen geschmückten Bogen. Am Nachmittag werden Eierpfannkuchen zubereitet und im Freien gegessen. Das bäuerliche Leben auf dem Lande vollzieht sich im Rhythmus von Aussaat und Ernte. Alle müssen mit anpacken. Trotz der Mechanisierung erfordert die Landwirtschaft noch sehr viel Handarbeit. Eine eigene Dreschmaschine besitzen nur die wenigsten Landwirte. Meist wird der aufwendige Apparat von einem Lohndreschunternehmen gemietet. Die technische Entwicklung der Landwirtschaft vollzieht sich in kleinen Schritten. Noch sind die Arbeitspferde nicht von Traktoren verdrängt. Und auch die Aussaat geschieht noch größtenteils von Hand. Wirklich mühsam gestaltet sich besonders die Kartoffelernte. Mit bloßer Hand werden die Erdäpfel gesammelt und sortiert. Anders als in der direkten Nachkriegszeit ist die nahrhafte Knolle zu Beginn der 1950er Jahre aber keine Mangelware mehr. Schützenfeste bilden von jeher den Höhepunkt des dörflichen und kleinstädtischen Lebens in Westfalen. Fast überall gehört dazu der Umzug der Schützen durch die Gemeinde, der Appell des Schützenobersten und die Verleihung der Amtsinsignien an das neue Königspaar. Die Königskette bleibt im Besitz des Vereins und wird von jedem neuen Schützenkönig um eine weitere silberne Plakette ergänzt. So stellt die Kette eine Art Vereinschronik dar. In der Ringschule in Datteln brennt es. Jedenfalls nach dem Plan der Feuerwehrübung. Ein Löschtrupp dringt in die Schule vor. Sanitäter folgen, um Verletzte zu bergen. Schließlich kommt die große Drehleiter zum Einsatz, um eine Rettungsrutsche an einem Fenster im Dachgeschoss zu befestigen. Die vom Brand bedrohten Schüler können das Vergnügen an der Rutschpartie nicht verbergen. Die Masse der Schaulustigen kann Karl-Heinz Kramer nur aus der obersten Etage des Schulhauses mit seiner Kamera erfassen. Nach der Übung formieren sich Fahrzeuge, Feuerwehrleute, Rotes Kreuz und Zuschauer zum Festzug durch Datteln. Vorneweg und in der Mitte
marschieren Musikchors. Am fahnengeschmückten Festplatz findet sich auch Stadtprominenz ein. Vor dem Fahrzeugpark begrüßt der ehemalige Stadtbrandmeister seinen Amtsvorgänger, der noch den Schick der 1920er Jahre trägt. Westfalen ist Pferdeland. Überall gibt es, wie hier in Lavesum, Reitervereine. Und ein ländliches Springturnier ist fast schon ein Volksfest. Die Stutenschau sorgt für leistungsstarken Nachwuchs in der Pferdezucht. Voller Stolz führen die Besitzer ihre besten Pferde der Kommission vor. Die Verleihung des entsprechenden Würdezeichens stößt bei den Tieren allerdings auf wenig Gegenliebe. Die Trabrennbahn in Recklinghausen-Hillerheide profitiert von ihrer verkehrsgünstigen Lage. Wöchentliche Rennen ziehen die sportbegeisterten Zuschauer an und der Endspurt zeigt, wer auf das richtige Pferd gesetzt hat. Eine andere sehr beliebte Sportart, das Sandbahnrennen. Ein wahrhaft staubiges Vergnügen. Hier erwartet die erschöpften Sieger ein Lorbeerkranz. Freizeit ist ein Zauberwort in jenen Jahren. Die Lippe und die Stever laden zum Kanusport ein. Die Stromschnellen bei Dorsten stellen auch für Könner eine Herausforderung dar. Die Sieger erhalten ihren Preis, den übrigen wird mit einem Händedruck gratuliert. Mitmachen ist alles. Wer sich nicht im Wettkampf messen möchte, genießt die Ausfahrt im Paddelboot oder tummelt sich im Strandbad, im Wasser. Auf dem Halterner Stausee zeigen sich neben dem alten Ausflugsdampfer der Möwe bereits schnittige Segelboote unter den mehr oder weniger fachmännischen Augen der Tagestouristen, die von derart gehobenen Wasserfreuden einstweilen nur träumen können. Bewegung ist alles. Wer sich noch kein Auto leisten kann, und das sind die allermeisten, begnügt sich mit dem Fahrrad oder spart auf ein Motorrad. Aber für Kaffee und Kuchen auf der Terrasse des nahegelegenen Seehofs reicht es allemal. Der 6. Juli 1952 ist ein großer Tag für die Marler Segelflieger. Die Alliierten hatten im Jahr zuvor den Luftsport wieder erlaubt. Und nun kann der vom Verein selbst gebaute Gleiter zum ersten Mal starten. Andere Vereine feiern mit. Die Attendorner bieten mit ihrem Bergfalke-Doppelsitzer die Gelegenheit zu Rundflügen. Und so lockt der Beginn der neuen Flugsaison in den Borkenbergen unzählige Schaulustige. Das Fest Recklinghausen zu Beginn der 1950er Jahre. Ein Land im Umbruch, eine Welt im Aufbruch.
In das traditionsreiche Alte mischt sich überall Neues. Der Krieg ist nicht vergessen, aber die Schäden, die er hinterlassen hat, sind größtenteils beseitigt. Die Menschen schauen in diesen Wirtschaftswunderzeiten mit großen Erwartungen nach vorn. Die Zukunft, sie hat gerade begonnen.